Home, sweet home. Niemals hätte Louise Humphrey gedacht, dass sie sich mal so über ein Einzimmer-Apartment freuen würde. Klein, fein, mein. 45 Quadratmeter. Sie und ihr Freund Joe legen dafür umgerechnet 1.600 Euro Kaltmiete auf den Tisch. Weit draußen in London. Beide haben studiert, gute Jobs, sind Anfang 30. Fündig wurden sie nach 2 Monaten Suchen, Dutzenden Besichtigungen, für die sie manchmal bezahlen mussten, sowie hunderte Mitbewerber. Und 6 Monatsmieten im Voraus, keine Seltenheit. Bei einer Besichtigung habe ich gesucht, aber es gab keine Küche. Man musste wirklich einen Schrank öffnen. Da war so etwas wie ein Spülbecken, eine Mikrowelle und der Kühlschrank. Ich dachte nur, oh mein Gott, wer lebt denn in sowas? Auch deshalb schaut die 33-Jährige in ihrer Bude über einiges hinweg. Der Boiler nach 2 Monaten repariert, trotzdem nur lauwarmes Wasser, Kühlschrank kaputt. Doch der Vermieter lässt sich nicht blicken. Besser so, erklärt Louise, nicht, dass er auf die Idee kommt, die Miete zu erhöhen. Denn später eingezogene Nachbarn zahlen schon 500 Euro mehr für die gleiche Größe. Das Haus war früher ein Bürogebäude. Im Winter ist es deshalb verrückt, was Feuchtigkeit und Schimmel betrifft. Ich meine, feucht und schimmelig, das gehört zur britischen Wohnung irgendwie dazu. Ich habe noch nie irgendwo gelebt, wo das nicht der Fall war. Aber hier wachen wir morgens auf und das Wasser läuft in Strömen von den Fenstern runter. Wenn du den Schimmel mit Spezialreinigern entfernst, kommt er ein paar Tage später wieder die Wände hochgekrochen. Immerhin müssten sie nicht zurück zu den Eltern ziehen. Denn fast 4 Millionen Erwachsene leben in England im Hotel Mama, 700.000 mehr als vor 10 Jahren. Die Gründe für die Mietmisere nicht nur in London, im ganzen Land sei eine verfehlte Politik, erklärt Stadtplanungsexpertin Anna Menden. Vor 30 Jahren wurde der soziale Wohnungsbau quasi eingestellt. Millionen erschwinglicher Sozialwohnungen durften verkauft werden. Seitdem regelt der Markt dort die Mietpreise und die steigen. Momentan so stark wie nie. Die Menschen in London geben mittlerweile im Schnitt mehr als die Hälfte ihres Einkommens für das Wohnen aus. Studien zeigen, dass man, sobald man mehr als ein Drittel dafür hinlegen muss, verstärkt unter psychischen Problemen leidet. Wir sind zweifellos in einer furchtbaren Wohnungskrise in London und ganz Großbritannien. Der Markt regelt das, ein Mantra auf der Insel. Natürlich werde in Britanniens Städten gebaut, so Minden. London etwa sei voller Kräne. Die Objekte sind verkauft, bevor sie gebaut werden, auf großen internationalen Immobilienmessen. An Kunden weltweit, nur nicht an Londoner. Zu Preisen, die sich Einheimische nicht mal ansatzweise leisten könnten. Teile Londons stehen gar leer. Wohnraum, der als Geldanlage oder Spekulationsobjekt dient. Nur mit einem großen Eingriff der Politik in den Markt könne das Problem angegangen werden, ergänzt Anna Minden. Mietpreisdeckel, ein umfangreiches soziales Wohnungsbauprogramm und der Kampf gegen Spekulanten und Mietpreishaie. Deren Opfer wurde Lynn Perman, die ihre Obdachlosigkeit versucht zu genießen, so die Rentnerin im Campervan, ihrem neuen Zuhause in Margate, an der Küste 2 Autostunden von London. Nachdem sie aus ihrer Wohnung rausgeworfen wurde, hat sie alle Wertsachen verkauft, davon den Geist der Freiheit, so der Spitzname ihres Zimmers, auf Rädern bezahlt. Was habe ich zu verlieren? Meine Rente plus Wohnzuschuss hätten nicht mal für ein Zimmer gereicht. Dazu die sonstigen Ausgaben. Ich hätte so nicht überleben können. Denn auch die Lebenshaltungskosten steigen und steigen. Strom, Gas, all die anderen Rechnungen. Eine Mieterhöhung von umgerechnet 500 auf 820 Euro wurde Lynn zum Verhängnis. Sie war Fitnesstrainerin, hat ihre demente Mutter gepflegt. Die Rente reicht nun für Sprit. 12 Euro am Tag fürs Essen und geduscht wird bei Freunden. Ihre Erlebnisse teilt sie auf TikTok, wo ihr mehr als 55.000 folgen. Vielen davon drohe das gleiche Schicksal. Macht es wie ich, Krise als Chance, lacht sie. Darüber werde sie noch ein Buch schreiben. Ich bin kein wütender Charakter und sehe immer das Positive. Wie es mir gerade geht, naja, ich bin okay. Mal sehen, wie das in 6 Monaten ist, wenn der Winter mich frieren lässt.
Ihre Story sei ja schon fast romantisch bis kitschig, aber gerade für die Jungen sei das doch ganz anders. Ich halte durch, solange es geht. Wer weiß schon, was als nächstes kommt. Keep calm and carry on. Ruhe bewahren, weitermachen, durchwursteln, bis der ungemütliche, kalte Winter kommt. Ein warmes Eigenheim kaufen, das haben auch Louise und Joe durchgerechnet. Utopisch. Die waghalsige Finanzpolitik der Regierung hat im vergangenen Jahr die Kreditzinsen in die Höhe getrieben. Kein Wunder, so Louise, dass die Konservativen gerade von jungen Wählern verschmäht werden. Ich würde das Land so gerne verlassen. Ich habe 2 Jahre in der Schweiz studiert. Und was ich mit am meisten bereue, ist, dass ich mich damals nicht mehr reingehängt habe, um einen Job in der Schweiz zu finden, was vor dem Brexit war. Da hätte ich bleiben können. Wohnen, mieten, kaufen. In Großbritannien ist das auf dem besten Weg zur Sache der Reichen und Schönen zu werden. Die Mächtigen allerdings, die konservative Regierung, könnte der Mangel an bezahlbarem Wohnraum im kommenden Jahr aus dem Amt fegen.